Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, euer Lemmingmanns, und ich heiße euch heute alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftseroberungen. So, ne? Wir wollen heute mal uns diese Person mal gucken, was sie so auf dem Kasten hat. Als Oberherrn haben wir ein altes, bekanntes Gesicht tatsächlich. Skak, den Frevelhaften. Ist eine Weile her, seitdem wir das letzte Mal gegen ihn gekämpft haben. Ist aber jetzt nicht ganz unbekannt. Vom Aussehen, ja. Also ich sag mal so, es ist jetzt kein Online-Uruk, der mir unwillkommen ist, ja, sage ich jetzt mal, da gibt es Schlimmeres, wirklich, an sich, aber muss man halt trotzdem sagen, es ist ein Online-Uruk, meine, der sieht halt schon cool aus, das ist schon wirklich wahr, müssen wir halt ein bisschen weit, müssen wir halt mal gucken, ne, dazu zählen müssen wir, was haben wir denn noch, so, dann haben wir einmal einen Feuerbeschwörer als Orlok, finde ich das sehr, sehr geil, weil normalerweise sind Feuerbeschwörer immer so eigentlich Uruks mehr, nicht Orloks. Ich find's schade, dass bei dem nicht diese Brandnarben sind. Das wäre geil. Jetzt stellt euch mal einen vollen Orlok mit Brandnarben. Boah. Boah, das sieht gut aus. Naja, gut, was soll's. Gucken wir mal weiter. Hier fehlt einer. Okay. Ich denke mal, die Festung ist... Ist ein bisschen schade, Ashkan, der barbarische. Scheint mir ein Turmverschnitt gewesen zu sein. Ich glaube, das war sogar ein Turmverschnitt. Das Problem ist leider. Ich hatte diese Festung schon einmal angegriffen. Das Problem ist, dass dabei nicht meine Stimme mit aufgenommen wurde, was ziemlich kacke ist. Naja, mal schauen weiter. Dann haben wir Shaka Schwarzdorn. An sich würde ich jetzt einfach mal behaupten, das ist auch kein unbekannter Uruk. Mir war da nicht zu 100% sicher. Ja, sieht da ganz schick aus, ne? Dann haben wir hier einen sehr bekannten Online-Eroberungs-Uruk. Das ist Dusch der Turm. Der ist so oft eingesetzt worden, dass es wirklich, dass ich wirklich sagen muss, das ist schon echt beinahe, boah. Da wird schon einem schlecht mittlerweile. Es gibt sogar schon Leute, die sagen, ich darf überhaupt keine mehr Online-Uruks zulassen, ne? Das ist schon... Ich meine, das ist eine harte Herangehensweise, aber ja. Auch, ich meine, ich kann beide Seiten verstehen, absolut. Ja. Dann haben wir noch Tugok, den Turm. Zwei Türme, okay. Dann haben wir natürlich meinen absoluten Hass-Uruk. Ich habe von dem schon einen Short gemacht, wo ich mich über den aufrege. Hat auch einen ganz einfachen Hintergrund. Ich hasse den wie die Pest, Leute. Ich hasse den wirklich wie die Pest. Das ist so ein Uruk. Boah. Wenn ich den sehe, da wird mir schlecht. Oh mein Gott. Da kriege ich wirklich zu viel, wenn ich den sehe. Naja, gut. Wollen wir mal gucken. Wir haben jetzt drei. Ich würde jetzt mal sagen, wir haben drei. Bei den anderen, da will ich dir auch nicht irgendwie auf die Füße treten. Wenn ich es nicht mehr weiß, dann ist es halt so. Hast du halt Glück gehabt, ne? Sage ich ganz ehrlich. Ich meine zwar, dass wir Shaka kennen, aber ich würde es nicht beschreien, weil das wäre zu, sage ich jetzt mal, zu... Weil wir haben so viele Turmfestungen schon gehabt, das war schon krass teilweise, haben wir schon sehr, sehr viel gesehen. Sun, der Verwüster, nice. Griecher, der Grausame. Panische Angst vor Morgalfliegen, okay, nice. Haben wir noch... Ach, das ist unser... Uelisak, die Zunge, sieht auch nice aus. Ich mag den Helm von dem Orlok hier. Kuga, der Schädelsammler, nice. Janek, der Edle. Oh, nice. Orlok hier sieht cool aus. Wir hatten so einen ähnlichen, hatten wir das letztes Mal. Ob es derselbe ist, weiß ich jetzt nicht. Kann auch nur ein Zufall sein. Würde ich jetzt aber auch nicht als Online-Uruk reinpacken. Gura, Kerkermeister. Krakorn, der Wahnsinnige. Ich denke, aber so an sich würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also natürlich, wir haben hier drei Online-Uruks drin. Damit bist du so an der Grenze, sage ich jetzt mal. Es ist halt natürlich schade, dass hier einer fehlt. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wir greifen die jetzt einfach an. Und, ja. Wenn natürlich jetzt hier einer drin, wenn jetzt halt noch irgendwo sich einer versteckt hat. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich persönlich, ich erinnere mich nicht mehr an Shaka. Muss halt auch immer sagen, ich muss immer gucken, dass sich die Leute nicht ungerecht behandelt fühlen und so. Das ist oftmals ziemlich, ziemlich schwierig, besonders wenn es dann halt so eine Bankbreite gibt. Es gibt halt ein paar Online-Uruks, wo ich halt echt sage, eigentlich müssten wir hingehen und sagen, dass das schon ein
ein Grund ist, warum wir die nicht angreifen, ne? Diese Festung, weil das muss man unterbinden mittlerweile, dass diese Uruks da reinkommen. So, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Jetzt muss ich erstmal die Festung hier erobern, einnehmen. Was geht jetzt ab? Jo. Ich weiß, für wen ich kämpfe und warum. Und du? Okay. Scheiße, jetzt müssen wir mit dem reden. Deine schwächlichen Waffen machen mir keine Angst. In die Rüstung des Turms gehüllt, kenne ich Schmerzen weit jenseits derer, die deine Klinge mir zufügen könnten. Lel. Bringt ihn um! Bringt sie alle um! Zaudert nicht, erschlagt sie alle! Hier lang, hier längs. So, lass mal gucken. So. Eigentlich muss man natürlich sagen, also beim nächsten Mal solltest du schon gucken, dass dann deine Festung zu 100% gemacht sind. Aber ich sag mal so, es kann natürlich sein, dass du gesehen hast, dass ich deine Festung schon mal angegriffen habe. Und da dann halt, dass dann halt einer zwischendurch stirbt, das soll nicht dein Schaden sein. Das kann immer mal wieder passieren. Bin ich jetzt auch mal kulant. Wenn es natürlich jetzt, sage ich jetzt mal, keine Ahnung von den Uruks überhaupt, also so wirklich nur gar keine da sind, also schon so zwei oder mehr, das wäre schon ein Grund, warum ich eine Festung nicht angreife. Also einer, wenn halt ein Siegpunkt halt nicht da ist, ist okay. Ist okay. Passiert, kann mal vorkommen. So. Oh, lol, wo ist denn der Krauk hergekommen? Moment, wartet mal kurz. Ich müsste mal kurz was hier loslassen. Du solltest vielleicht aufhören. Nein, tue ich nicht. So, Mensch, mal. Mit Nakra will ich halt überhaupt nicht reden, wenn es geht. Hey, du fetter Oller, komm her, du Schwein. Setzen wir den erstmal auf, dass es so aussieht, als würde ich was machen. Und ein weiterer Kopf muss rollen. Hast du je genug? So, nochmal hier kurz, zack. Ich muss halt auch mal sagen, zum Thema Online-Uruks, ich vergesse halt auch manche, das muss man halt auch sagen. Ne? Ich bin auch nicht unfehlbar, besonders wenn ich in der Klausurenphase bin oder wenn ich anfange, wieder was Neues zu lernen, da vergesse ich immer mal wieder so ein, und wenn dann halt echt einer nicht so bekannt ist, dann ist es halt so. Ist auch nicht schlimm. Warte mal kurz, die Sau greifen von oben an. Doch nicht. Scheiße! Ah, schade, der ist ja natürlich. Egal. Ich bin Schmerz und Stahl, vom dunklen Herrscher auserwählt als neuer Turm. Was natürlich sagen, das der bietet sich natürlich an für einen Short, ne? Ich meine, das ist aber auch, glaube ich, bei dem würde ich, glaube ich, mehr als eine Minute brauchen. Aber ich muss euch eins sagen, normalerweise, ich gucke mir ganz gerne auch mal manchmal meine eigenen Shorts an. Ein bisschen selbstverliebt bin ich da schon. Naja, gut. Ich höre mir halt auch gerne die Uruk des Uruk-Geschwätz an. Muss ich aber sagen, ich glaube, das wäre eins, wo ich mir wahrscheinlich nicht anhören würde. Einfach aber nur zur Vollständigkeit halber. Bringt doch einer mal Nakra den Turm um. Wenn ich den Kerl sehe, dann kriege ich's kotzen. Ich will den am liebsten von der Scheiß, von den Scheiß Zinnen schmeißen. Meine Fresse, von nichts nutzen bin ich hier umgeben. Wer rennt denn da? Komm mal her, du Sau. So. Die Rüstung des Turms macht diesen. Oh Scheiße! Oh Scheiße. Alter, hat er mich. Ich wollte hier gerade in Ruhe jemanden umbringen und was passiert? Oh, Scheiße, nimm einer diesen bescheuerten Drecksturm von mir weg.
Lakra, verpiss dich, du dumme Sau. Boah, nee, ich kann den nicht mehr sehen. Ja, wirklich, ich muss es echt so sagen, wie es ist. Ich bitte euch wirklich, bitte nicht mehr den. Das ist unfassbar, wie sehr ich, wie ich dieses Mistvieh eigentlich verabscheue. Wir hatten diese dreckigen Spinnen losgelassen. Kann mir das mal bitte einer erklären? Alles klar. Hat einer Tuguk umgelegt. Gut, ich muss mal kurz einen dampfenden Giftfurz loslassen. Ei. Bist du ein Nekromant? Oh. Der staut. Warte, bevor ihr hier noch mehr meiner Leute umbringt. Wäre es gar nicht verkehrt, wenn ich mal kurz erstmal diesen Punkt erobere, dann hole ich euch zurück und dann. Ach, hau ab, du Arschgesicht! Oh. Alter. Ach, das war gar nicht Nakra. Egal, dich ist trotzdem Arschloch. Stakuga, fass! Lasst ihn von der Leine! Ah, die bringen sich gegenseitig um, geil! Ich guck einfach mal zu. Oh, scheiße, unser Shaka ist tot, kacke! Weil ihr im Weg steht, ihr Deppen! So, machen wir es mal kurz so, zack. Rüber, ab. Das ist immer so ein sauberer Schnitt, den der Talion hier raushaut. Geh weg, du Arsch! Oh, kacke. Ich weiß, ich hasse dem sein Geschwätz, aber wir müssen es uns gönnen. Auch wenn du diesen Turm hier fällst, wird ein anderer Uruk diese Rüstung übernehmen und die Last des Schmerzes tragen. Der Turm wird wieder auferstehen. Ich krieg davon hart Kopfschmerzen. Ich muss es euch echt so sagen, wie es ist. Mir wird davon hart schlecht. Ich muss davon fast kotzen. Meine Rüstung durchbrichst du nicht. Ach, come on. Ich habe die Rüstung des Turms angelegt. Und jetzt wird mein Schatten über dich fallen. Der Schatten der Qual und der endlosen Pein. Nur ich hatte die Kraft, mich einzusperren in diese Rüstung des Turms und ihren Schmerz am eigenen Leib zu spüren. Wirst du meine Qualen beenden? Halt's Maul! Tut mir leid. Oh Mann. Oh Mann. Stakuga. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr mit dem. Moment, Jumo. Ach, Kackendreck. Leute, wir müssen kackendreist sein. Moment. Alles klar, das ist schön, wenn du das sagst. Warte mal kurz. Da. Mal so eine kurze Frage. Warum zum Teufel sind die noch nicht tot? Das vergesse ich nie, Heller. Ach komm, halt's Maul und köte jetzt jemanden. So, den steche ich jetzt hier auch ab. Werde ich dich töten. Und ich falle dir dafür nicht in den Rücken. Außer du drehst dich um und läufst weg.
Oh, Lel. Ach so, wir haben sogar alle Siegpunkte. Krass. Du kannst dem Schatten des dunklen Herrschers nicht entrinnen. Keine Schnett. Naja. So eine schöne Blässe. Die lässt sich nicht von allein regeln, ne? Oh, scheiße. Gut gemacht, ihr habt sie alle umgebracht. Oder bahnt sich gleich eine Ease-Attacke an. Weg mit deinem fetten Arsch hier! So, rein hier! Ei, gute! Hello. Du hättest nie herkommen sollen, Grabwandler. Ich bin der Herr dieser Festung. Hast du es gesehen? Ich habe da nur mit meinem grün aufflackernden Schwert darauf reagiert, Alter. Das bedeutet, ich reiß dir den Arsch bis zum Stehkragen auf, Junge. Da wirst du auseinandergenommen, das kannst du mir aber singen. Scheiß dumme Sau! Shit. Du bist nicht annähernd clever genug, um das zu überleben, was ich dir antun werde, Bleichhaut. Glaubst du? Haha. Hawk, bring ihn um! Dem gebe ich so hart saures jetzt. Jawohl! Auch wenn ich eigentlich damit gerechnet habe, dass dem sein Leibwächter zuerst stirbt. Ich wünschte nur, ich könnte sehen, wenn dein Kopf von deinen Schultern rollt. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber egal. Geil! Nice one! So. Schönes Ding. Ja. Nur mal so zuletzt noch, also ich. Bitte darum, wirklich, ich flehe euch an. Lasst einfach durch den Turm und Nakra den Turm, lasst die einfach weg. Das bringt nichts. Ne?
Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, lasst ein Like, Bewertung, Abo da. Sehen wir uns auf dem nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Bye. Macht's gut, eure